Herr Strauß, Sie sind Feuilleton-Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir haben uns kürzlich über Ihr wunderbares Buch Die römischen Tage unterhalten. Und jetzt ist von Ihnen erschienen bei Tropen, ich halte es hier mal hin, Spielplanänderung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat ein Jahr lang Vorstellungen vergessene Theaterstücke veröffentlicht. Nicht Nachrufe, sondern bewegende Aufrufe, die Spielpläne unserer Theater rund zu erneuern. Strindberg und Ibsen, naja, und was ist mit Andreas Gryphius, Afra Behn oder Jakob Michael Reinhold Lenz? In ihrem Buch Spielplanänderung erinnern 30 Autoren an vergessene Theaterstücke von 1650 bis 1987. Diese Stücke sind moderner, als man vermutet. Wieso gerade diese Stücke? Haben sie alle einen gemeinsamen Nenner? Nein, sie haben keinen gemeinsamen Nenner, außer den, dass eben in ihnen etwas ist, was die verschiedenen Autoren und Autoren aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln für lebendig halten, für einen Kern, der heute in einer ganz bestimmten Art und Weise zu leuchten in der Lage wäre, so jedenfalls die Vermutung, wenn man ihn auf die Bühne bringt. Das ganze Buch lebt von diesem Temperament, würde ich sagen. Es ist ein gemeinsames Temperament, was die Texte miteinander verbindet, nämlich dass man sagt, es gibt etwas, was zu Unrecht ins Abseits gedrängt worden ist, was vergessen worden ist. Und diesen Schatz, den wir da haben, den wollen wir zum Leuchten bringen. Es sind also eigentlich 30 Texte von Schatzgräberinnen und Gräbern, die alle ihren Schatz hervorholen wollen und zeigen wollen, dass er leuchten kann. Auf unserem Blog steht, unsere Theater spielen Land auf, Land ab immer das gleiche Repertoire, das von der, ich zitiere, von der Aufführungsstatistik des Deutschen Bühnenvereins, schreibt Karl Hegemann, dirigiert wird. Zitat, sie werden gespielt, weil sie eben gespielt werden, fügt er hinzu. Ist das wirklich so? Oder gibt es andere Gründe, weshalb moderne, alte Stücke so selten auf dem Spielplan auftauchen? Also, es ist so, es gibt einen Kanon an Theaterstücken, der sehr eng verbunden ist, würde ich jetzt etwas polemisch sagen, mit den Deutsch-Grund- und Leistungskursen in unserem Land. Ja? Also, nach wie vor spielen Schulbesuche und Schulgruppen eine große Rolle bei der Auslastungszahl von Theater. Nicht wahr? Da redet man nicht so gerne so viel drüber, aber es ist so. Und das heißt also, es gibt einen klar definierten Kanon von, sagen wir mal, 10 bis 15 Autoren, die wird man in den vergangenen Jahren und auch in den Zukunftsjahren immer wieder finden. Daneben hat sich im letzten Jahrzehnt, kann man eigentlich sagen, ein zweites Standbein bei vielen Stadttheatern installiert, und das ist die Adaptionssucht, würde ich fast sagen. Also man wiegt den doch relativ konventionellen, etwas langweiligen Kanonentscheidungen, die wiegt man auf mit ganz fetzigen neuen Adaptionen von etwas, was gerade erst veröffentlicht worden ist. Am besten noch ein Bestseller oder ein Sachbuch kommt auf die Bühne. Ich selber, unter uns gesagt, bin auch schon in Anführungszeichen Opfer dieser Sache geworden. Mein erstes Buch Sieben Nächte wurde auch in Bamberg adaptiert. Ja? Also da geht es dann darum, einfach zu beweisen, hey, das Theater ist voll am Puls der Zeit und wir adaptieren radikal weg. Das wird nie nachgespielt. Sondern es ist ein One-Time-Shot. Ja? So, und was in diesen beiden Standbeinen, Kanon für die Schulklassen und Adaptionswust für die Zeitgeist-Fanatiker, was eben völlig auf der Strecke bleibt, ist eigentlich das historische Gedächtnis des Theaters, wo es eben auch für eine gewisse Verantwortung hat, wie man es zum Beispiel bei der Oper ganz eindeutig sieht. Da gibt es diese Tendenzen sehr wohl, bei dem Theater aber eben nicht. Und in diese Kerbe hauen wir eben hinein und versuchen mit diesem Buch zu sagen, lasst euch doch mal ein bisschen mehr Zeit auch bei der Spielplanentwicklung. Jetzt gerade, nicht wahr, wo die Theater alle zu sind, könnte man sagen, ist der richtige Moment für ein etwas tieferes Luftholen für die Gestaltung des Spielplans mit etwas überraschenden Titeln. Ihr Buch Spielplanänderung ist ein wunderbares Plädoyer dafür, nach der Krise wieder viel mehr ins Theater zu gehen. Und Ihr Buch ist auch eine Anregung, Theaterstücke wieder zu lesen, um Neues zu entdecken. Man würde gerne auf der Bühne sehen, was das in unserer Zeit bedeuten könnte, schreibt Tim Spreckelsen über Tilman Spreckelsen, ja. Ja, über August von Kotzebue, Üble Laune, 1798.
Welche Wege können wir beschreiten, damit die von Ihnen gesammelten Stücke wieder auf die Bühne kommen? Ja, wir müssten ein Crowd, nicht Funding, sondern ein Crowd-Consciousness haben, also ein Bewusstsein entwickeln davon, dass wir uns interessieren für das Experimentelle. Dieses Buch, das ist ganz klar, es ist ein Experiment, es ist ein Wagnis, es ist ein Risiko. Jeder Theaterintendant, dem man das präsentiert, und das habe ich bei manchen schon gesagt, sagt hinter verschlossener Tür, unter vier Augen, ich würde das wahnsinnig gerne machen, finde das ganz toll, aber wissen Sie, da kommen dann 20 Leute, wenn ich Kotzebue spiele oder Anna Gmeiner oder so in der Situation. Also, das ist natürlich eine Geschichte, die uns alle angeht. Also, diejenigen, die es in unserem Land oder im deutschsprachigen Bereich gibt, die noch ins Theater gehen, müssen sich fragen, wollen wir nicht vielleicht etwas wagemutiger auch schauen als Zuschauer. Also das ist der entscheidende Punkt. Auch dieses Buch ist nicht nur eine Kritik am Betrieb, das auch, Dramaturgien, die sich eben zu wenig was einfallen lassen, aber es ist auch ein Aufruf an die Zuschauer, mit einer ganz bestimmten Art von neuem Bewusstsein auch ins Theater zu gehen und sich richtig gehend zu interessieren für diese neuartigen Stimmen. Ich sage nämlich, dass das ein Experiment ist, weil da viel drin ist, was man, also bei den Stücken, die wir hier rausgesucht haben, da ist sicherlich auch vieles dabei, wo man sagen würde, meine Güte, ist das nicht überkommen und zeitverhaftet und hat einen ganz bestimmten Duft der Vergangenheit. Ja, natürlich, das muss man genau auch bei einer Inszenierung heute im 21. Jahrhundert natürlich herausfinden und konterkarieren. Aber entscheidend ist doch, dass das Theater und die Stücke, die hier versammelt sind, die haben all das an sich, was es braucht, um eine Überzeitlichkeit zu behaupten, nicht wahr? Warum ist das so? Wegen der Sprache, wegen den Rollen, wegen den Empfindungen, die dort abgelagert sind, die eben überzeitlich Gültigkeit haben. Und nicht zuletzt ist da auch eine ganz schöne Prise politisches Bewusstsein drin, aus vergangenen Zeiten, die ja auch, wie wir wissen, immer wiederkehrende Bedeutung haben. Also ein Stück, um nur ein Beispiel zu nennen, von Anna Gmeiner, Automatenbuffet, ja, geschrieben kurz vor der Machtergreifung der sogenannten der Nationalsozialisten, hat ein unglaubliches Fieber in sich von einer Krisenzeit zum Beispiel, ja, zusammen mit einer Horvath-ähnlichen Sprache. Völlig vergessene Autorin, die aber, ich bin ganz, ganz sicher, in den nächsten Jahren wiederentdeckt werden wird. Und wir haben hier eine Vorlage gegeben. Also ist Ihr Buch in gewisser Weise auch ein pädagogisches Buch, was sich an die Zuschauer richtet. Ja, also pädagogisch würde ich sagen, es ist ein werbendes Buch. Ja, es will werben für enthusiastische, wagemutiges Theater gehen, Theater schauen und Theater machen. Und Sie machen das mit drei Elementen, die ich in dem Buch besonders hervorheben will. Einmal die Theatergeschichte. Es kommen immer wieder Hinweise auf die Theatergeschichte, auf die Einordnung der Stücke vor. Das ist sehr spannend, das zitiere ich nicht, das kann man in unserem Blogbeitrag lesen. Dann gibt es zwei weitere Elemente. Zum einen mal die Einordnung oder eine neue Einordnung des Begriffs Pathos oder die Erinnerung an starke Themen wie moralische Verderbtheit. Und das sind alles Gründe, damit will ich zwei Ansätze nennen, die den Glanz alter Stücke wieder hervorheben. In fast jeder Ihrer 30 Besprechungen findet man neue Details zum Verständnis von Theaterstücken. Welche Argumente sind darunter Ihnen am wichtigsten oder am liebsten, um alte, moderne Stücke wieder auf die Bühne zu bringen? Ich freue mich, dass Sie den Begriff des Pathos benutzt haben oder beziehungsweise darauf hingewiesen haben. Das ist ja in dem Text von der Nino Haratschwili, nicht wahr, über Hans Henny Jahn. Das ist ein richtig gehender emphatischer Aufruf für die Rettung des Pathos-Begriffs auch im deutschsprachigen Raum. Ne? Nino hat einen ganz bestimmten Zugang natürlich aus ihrem georgischen Kontext heraus, uns das vorzuhalten, auch dem sogenannten postdramatisch dekonstruierten Theater vorzuhalten, dass sie eben leichtfertig den Pathos-Begriff verspielt hat und irgendwie anrüchig gemacht hat. Dabei ist ja genau das der Pathos-Moment, das Mitreißende, das Mitleiden mit einer Figur, so aktuell wie immer heute auch. Ja? Also wer, glaube ich, sich da siegessicher meint, auf der Straße des antipathetisch dekonstruiert anti-illusionistischen, der wird mit dem Buch ein Gegenüber bekommen, der eben sagt, das ist nur eine
eine von vielen Möglichkeiten. Natürlich hat die Dekonstruktion auch eine Berechtigung, gar keine Frage. Aber hier gibt es eben in dem Buch schon die Vorstellung davon, dass es um etwas geht in Stücken und dass man erstmal, bevor man sie dekonstruiert, an das herankommen möchte, worum es den Stücken geht. Wie Sie sagen, die historisch-geschichtliche Dimension kann man nicht auslassen. Wir lassen sie ja auch sonst nicht aus in unseren tagespolitischen Fragen oder unseren mentalitätsgeschichtlichen Vorstellungen. Also Geschichte ist einfach eine Kraft und die wirkt durch Text. Ja? Aber das ist eben nur der eine Punkt, das eine Argument, weil Sie fragen. Das andere für mich entscheidende Argument für die Aktualität eines Stückes ist die Sprache. Also gibt es dort eine Eigenart, eine seltsame Begriffsfindung, eine Art der Dialoghaftigkeit, die einen stutzen lässt und eben einen surrealen oder hyperrealistischen oder wie auch immer einen Ton findet, der mich auch heute mitreißt. Das ist der zweite Punkt. Und das dritte entscheidende Argument sind eben schon, wie soll man es sagen, der existenzielle Überzug, der über den Stücken zu finden ist. Also mich interessieren, ich glaube, dass man auch das bei den 30 Stücken sagen kann, existenzielle Dimensionen mehr als die tagespolitisch quasi ideologischen, nicht wahr? Also in der Hinsicht würde ich sagen, ist das wichtigste Argument für mich jetzt persönlich, dass etwas von der Existenz, also dem Menschlichen, wenn man es etwas pathetisch ausdrücken will, berührt wird, den verliegenden Fragen der Eifersucht, der Liebe, der Hoffnungslosigkeit, der Einsamkeit, des Siegesgewissen, Verlierens. Also diese, würde ich sagen, Grundmotive, aus denen das Theater, der Theaterteppich immer schon gewoben ist. Herr Strauß, alle machen sich Gedanken, wie wir aus der Krise herauskommen. Ich finde, das machen Sie mit Ihrem Buch am allerbesten. Ja, das freut mich. Ich hoffe wirklich, dass es ein, also alle Bücher haben es ja im Moment schwer, an die Leserinnen und Leser zu kommen, nicht? Aber dieses Buch hat vielleicht ein bisschen längeren Atem. Es ist ja kein Buch, was für die Saison nur geschrieben ist, sondern es ist wirklich ein Hoffnungsträger. Da drin sind Hoffnungen formuliert. Das ist intelligente, empfangsbereite Dramaturginnen, Dramaturgen, aber eben auch belesene Zuschauerinnen und Zuschauer geben wird, die dieses Buch in die Hand nehmen und gegebenenfalls auch einen Brief an den Intendanten ihres Stadttheaters schreiben und sagen, haben Sie eigentlich gewusst, dass es dieses Stück gibt? Warum wäre das nicht mal eine Möglichkeit, wenigstens mal in einer szenischen Lesung das anzutesten, anzuprobieren, ob das sich nicht realisieren lassen wird? Prima. Vielen Dank, Herr Strauß. Ich danke Ihnen sehr für Ihr emphatisches Gespräch.